Today's between Master and Disciples. The secret doctrine of the Rosicrucians, the one and the many, will be presented in German with subtitles in Arabic, all access to Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Die Rosenkreuzer sind eine mystische Bruderschaft, die aus der Not heraus die meiste Zeit ihres Bestehens im Geheimen existierte. Sie behauptet, ihr Ursprung reiche bis ins alte Ägypten zurück, und zwar bis in die Zeit des Pharaos Thutmose III. Dieser Pharao organisierte die erste esoterische Schule für Eingeweihte, die auf Prinzipien, ähnlich denjenigen, gegründet war, die heute noch bestehen. Einige moderne Forscher nehmen jedoch an, dass die Rosenkreuzerbewegung durch eine Gruppe von deutschen Protestanten zwischen 1607 und 1616 entstand, als drei anonyme Schriften in Europa veröffentlicht wurden. Diese Schriften hießen Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis und Die chemische Hochzeit des Christian Rosenkreuz anno 1459. Die Rosenkreuzer glauben, dass es nicht nur möglich, sondern auch höchst wichtig ist, die Quelle allen Seins, also Gott, durch ein direktes Erleben persönlich zu kennen. Der Vegetarismus wird als ein sehr wichtiger Teil der Evolution des Einzelnen angesehen und wird aus wissenschaftlicher, okkulter und ethischer Sicht begründet. Die Rosenkreuzer teilen uraltes Wissen mit dem Ziel, ein Erwachen zu manifestieren, vom Intellekt hin zu einem mystischen Bewusstsein bzw. zur Erleuchtung. Wir laden Sie heute ein, die weisen Lehren aus der Geheimlehre der Rosenkreuzer zu hören. Die Geheimlehre der Rosenkreuzer. Das eine und die vielen. In der Geheimlehre der Rosenkreuzer finden wir den folgenden vierten Aphorismus. Der vierte Aphorismus. Das eine wird zu vielen. Die Einheit wird zu Vielfalt. Das Gleiche zu Verschiedenartigkeit. Dennoch bleibt das Viele eins. Die Vielfalt bleibt Einheit. Und die Verschiedenartigkeit bleibt gleich. In diesem vierten Aphorismus der Schöpfung wird der Rosenkreuzer angeleitet, seine Aufmerksamkeit auf den Begriff der Weltseele, die erste Erscheinungsform der immerwährenden Eltern, als ein Eins zu lenken, das sich als Viele offenbart. Eine Einheit offenbart sich als Vielfalt. Ein Gleiches offenbart sich als Verschiedenartigkeit und bleibt doch, ungeachtet solcher Erscheinungsformen, auf ewig Eins, Einheit und Gleiches. Diese Auffassung von der Weltseele, die sich als Mannigfaltigkeit offenbart, als Vielfalt und Verschiedenartigkeit und doch Eins, Einheit und Gleiches bleibt, wird bei den Rosenkreuzern durch das Symbol eines kleinen Kreises innerhalb eines größeren Kreises dargestellt, wobei der kleinere Kreis mit winzigen Punkten oder Manifestationszentren gefüllt ist. Der äußere Kreis ist natürlich das Unendliche nicht Offenbarte. Der kleinere Kreis stellt natürlich die Weltseele dar. Und die kleinen Flecken oder Punkte stellen die individuellen Zentren des Lebens, des Seins und die durch die Weltseele bekundete Aktivität dar. Dass alle Wesen in Wahrheit nur Ausdruck des einen Wesens sind, Bewusstseinszentren, Form und Aktivität in sich selbst, ist ein elementarer Glaubenssatz aller esoterischen Lehren. Dass alles Sein eins ist, alles Leben eins ist, alle Form eins ist, alles Bewusstsein eins ist, ist allen wahren Schülern esoterischer Lehren der Vergangenheit und Gegenwart bekannt, westlich und östlich, philosophisch und theologisch. Verborgen hinter und unter den orthodoxen exoterischen Lehren findet sich immer dieses Beharren
auf notwendige Einheit seitens der inneren Lehren aller Schulen. Dass es nur ein Leben gibt und nicht viele Leben, ist grundlegender Gegenstand jedes esoterischen Glaubens. Das eine Leben darf man sich außerdem nicht so vorstellen, dass es sich in Stücke, Teile und Partikel aufsplittert, um den Schöpfungsprozess und die Offenbarung der Welt zu vollenden. Stattdessen muss man sich vorstellen, dass es sich lediglich in den vielen individuellen Spiegeln des Ausdrucks spiegelt. So wie sich die Sonne als eine in den Millionen von fallenden Regentropfen spiegelt. Oder in einer Million winziger, mit Wasser gefüllter Gefäße. Es gibt Millionen von Spiegelungen des einen, aber nur das eine in Wirklichkeit. Oder wenn man ein anderes sprachliches Bild benutzt, kann man sich das eine als unendlichen Ozean des Seins vorstellen, in dem Millionen winziger Blasen sind. Jede offensichtlich einzeln und getrennt, die aber in Wirklichkeit alle nur Zentren der Aktivität und des Ausdrucks in dem einen großen Meer sind. Getrennt sein ist, um einen Autoren zu zitieren, nur die funktionierende Erfindung der Schöpfung. All die offensichtlich getrennten Dinge sind innerhalb des Kreises der Weltseele enthalten. Und letztere ist innerhalb des Kreises des unendlichen Nicht-Offenbarten enthalten. Die esoterische Auffassung von den Vielen in einem und dem einen in vielen ist nicht nur eine grundlegende Auffassung uralter esoterischer Lehren, sondern eben diese Wahrheit wird in anderer Form durch fortschrittliche moderne Wissenschaft und deren Auffassung von der universalen Substanz vorgelegt. Die Wissenschaft geht von der Existenz einer universalen Substanz aus, bekannt unter vielen Namen, aus der alle Dinge herrühren. Es spielt keine Rolle, ob diese universale Substanz uranfängliche Substanz genannt wird oder immerwährende und ewige Energie oder der universale Äther. Fakt bleibt, dass die Wissenschaft ihre Existenz für grundlegend hält, für ein substanzielles Etwas, aus und in dem alle Formen und Phasen des phänomenalen Daseins nichts als Erscheinungsformen sind. Gleichermaßen lehren diese Schulen der transzendentalen Philosophie, die von der Existenz eines universalen Geistes ausgehen, dass alle Formen und Phasen der Erscheinungswelt nur Gedankenformen des universalen Geistes sind. Und die alten Lehren der Brahmanen beinhalten zum Beispiel, dass die vielen zwar da sind, aber als Traumereignisse oder in der Meditation des höchsten Brahma. In allen Formen, Phasen und philosophischen Schulen finden wir dieses Beharren auf die Gegenwart und die Existenz von einem Etwas, aus dem alles andere nur Erscheinungsformen sind. Tatsächlich haben uns die weisesten Philosophen mitgeteilt, dass der ganze Sinn der Philosophie darin besteht, den einen bedingungslosen Grund von allem zu entdecken, das bedingt existiert. Jede Philosophie, die diesen Namen verdient, ist im Kern monistisch. Und nun streifen wir mit einem raschen Blick die Lehren der Rosenkreuzer im Hinblick darauf, wie das eine zu den vielen wird, wie die Einheit zur Vielfalt wird, das Gleiche zur Verschiedenartigkeit wird und wie es dennoch das eine, Einheit, Gleichheit der Weltseele bleibt, unbeeinflusst und unverändert durch seinen Sturz in die Erscheinungsform. Evolution sehen wir auf allen Seiten um uns herum. Aber jeder Evolution muss Involution vorangehen, wie alle Okkultisten und Wissenschaftler genau wissen. Moderne Wissenschaft, die ihre Entdeckungen der Evolutionslinie entlang verfolgt, hat die Doppelaktivität von Erscheinung, die als Involution bekannt ist, fast gänzlich ignoriert.
Nicht so jedoch die alten Okkultisten, da sie die Wahrheit ganz genau kannten. Die mit den eindringlichen Worten eines modernen, offensprechenden Philosophen so lautet: Man kann nie etwas aus etwas herausbekommen, das nicht schon einbezogen ist. Und für die alten Schüler esoterischer Lehren war jede Vorstellung von Evolution, die nicht mit den Lehren über Involution anfing, wie ein Schauspiel von Hamlet ohne Hamlet. Es gibt folgenden Spruch aus der Antike: Das, was entwickelt ist, muss früher schon einbezogen gewesen sein. In dieser einfachen Aussage ist viel wichtiges, okkultes, überliefertes Wissen verdichtet. Der Begriff einbeziehen bedeutet einfalten, bedecken, verbergen und so weiter. Der Begriff entwickeln bedeutet auspacken, entfalten, ausrollen und so weiter. Mit diesen Bedeutungen im Kopf sieht ein Schüler sofort, dass, bevor ein Ding ausgepackt, entfaltet, ausgerollt werden kann, es zuerst eingewickelt, zusammengefaltet, aufgerollt sein muss. Wir dürfen die Bedeutung, die den schlichten Begriffen anhaftet, nicht aus den Augen verlieren. Ganz gleich, wie viele hochklingende Begriffe an deren Stelle gesetzt werden. Dasselbe bleibt dasselbe, ganz gleich, wie viele neue Namen ihm anhaften. Die esoterischen Lehren besagen, wie schon erwähnt, deutlich und klar, dass bevor der wunderbare Prozess der Evolution von einfachen zu komplexeren Formen der Manifestation einsetzte, vom Niedrigen zum Höheren, es zuerst eine Involution gegeben haben muss oder ein sich Einfalten der Weltseele in die einfachen, groben, elementaren Formen der Materie. Die Schwingungen müssen zuerst gemäßigt worden sein, bevor sie verstärkt werden konnten. Mit ungeheurer Geschwindigkeit und Kraft, tief in den Abgrund der Erscheinungsformen stürzend, schuf sich die Weltseele materielle Gewänder der dichtesten und gröbsten elementaren Materie. Diese extreme Form elementarer Materie kennen wir heute nicht mehr, da sie auf diesem speziellen Planeten im Verlauf der Evolution verworfen wurde. Sie existiert jedoch auf anderen Planeten unseres Sonnensystems noch immer. Diese Form oder Formen elementarer Materie ist unter der Stufe von Mineralien und ist so viel geringer als das gröbste der Wissenschaft bekannte Mineral, so wie das Mineral geringer ist als die höchste Pflanze. In Beschaffenheit, Struktur und Dichte ist die extreme Form elementarer Materie sehr viel gröber als die niedrigste Mineralform, die uns bekannt ist. Da letztere gröber ist als die höchste Form ätherischen Dunstes oder strahlender Materie, die der modernen Wissenschaft bekannt ist. Es ist sinnlos, diese Form von Materie beschreiben zu wollen, da der gewöhnliche Verstand sie ohne eine konkrete Darstellung nicht fassen kann. Als der niedrigste Punkt auf der Skala der Involution erreicht war, behauptete sich das Gesetz des Rhythmus und der Aufstieg begann. Die erste Bewegung der Evolution fing an, sich zu offenbaren. Und genau an diesem Punkt hatte die Erscheinungsform begonnen, die man als Individualisation bezeichnen könnte, oder das Formen von Zentren der Aktivität und Bewusstheit. Die Weltseele stieg en gros in die Tiefen der Involution ab und fing dann an, durch einen offensichtlichen Aufspaltungsprozess aus diesen Tiefen aufzutauchen, in denen sich die aktiven, neu entstandenen Aktivitätszentren zu behaupten begannen und zum Selbstausdruck hinaufstiegen. Die einfacheren Zentren, die die Okkultisten als die Aktivitätszentren in den Elektronen von Materie kennen, begannen, Moleküle zu bilden. Das Vorhandensein von Geist wurde natürlich innerhalb dieser groben Materie offenkundig, aber nur die schwachen Schimmer zeigten sich, da die groben Abdeckhüllen der Materie die in ihnen befindlichen geistigen Prinzipien fast schon erstickten.
Als der Evolutionsprozess einmal begonnen hatte, schritt er rasch voran. Höher und höher stiegen die Dinge auf der Skala der Erscheinungsformen. Im Spiralverlauf erhob sich jede Spirale über die unter ihr. Und doch bewegte sich jede offensichtlich in einem Kreis voran. Wie alles, was voranschreitet. Zu gegebener Zeit begannen sich die ersten Zeichen des Mineralreiches zu zeigen, indem sie auf der Basis der Submineralformen der Materie aufbauten. Im Mineralreich begannen sich höhere Formen des Lebens und Geistes zu offenbaren. Die Okkultisten wissen genau, dass Mineralien in gewissem Maß sowohl Leben als auch Geist besitzen. Und später dann tauchten erste Zeichen pflanzlichen Lebens auf. Formen, aber kaum über denen bestimmter Kristalle. Als die Erdtemperatur an einem Punkt war, an dem man Leben normalerweise für möglich hält, gab es bestimmte merkwürdige Lebensformen, die man als halb Mineral, halb Pflanze beschreiben könnte. Diese Kristalle vermehrten sich durch einen Aufspaltprozess und wuchsen von innen her, wie Pflanzen es tun. Diese Lebensformen bestanden aus denselben Mineralien wie die Kristalle, aus denen sie sich entwickelten. Aber sie besaßen einen höheren Grad an Leben und Geist. Und während man aus einem Blickwinkel heraus sagen kann, dass es Mineralien waren, kann man aus einem anderen doch sagen, dass es wahrhaft Pflanzen gewesen sind. Diese seltsamen Geschöpfe sind verschwunden, genau wie alle anderen Zwischenformen, die im Evolutionsprozess die Rolle von Brücken gespielt haben. Aber sie haben in den materiellen Leibern sowohl der Pflanzen als auch der Tiere ihre Spuren hinterlassen. Man muss nämlich bedenken, dass sogar die Leiber der höchsten Pflanzenformen oder des tierlichen Lebens aus bestimmten chemischen Elementen zusammengesetzt sind, die aus dem Mineralreich stammen, wie zum Beispiel Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor und so weiter. Die ersten Formen echten pflanzlichen Lebens werden von den alten Lehrern als eine jetzt ausgestorbene, niedrige Form pflanzlichen Lebens beschrieben. Im Erscheinungsbild kaum mehr als ein Kristall. Und doch wiesen sie die Merkmale pflanzlichen Lebens auf. Dann erschienen die Vorfahren dessen, was jetzt als Chlomacea bekannt ist, nämlich einer seltsamen Gruppe niedriger Geschöpfe, die die Charakteristika sowohl von Pflanzen als auch Mineralien aufweisen und auch heute noch in den Ablagerungen auf feuchtem Gestein gefunden werden, auf Baumrinden und so weiter. Aus diesen und noch einfacheren Kreaturen gingen die Vorfahren dessen hervor, was jetzt als Angiosporen bekannt ist, die niedrigste Form pflanzlichen Lebens. Und danach die Vorfahren der Gymnosporen, die wahrscheinlich die niedrigsten Formen tierischen Lebens sind, die die Wissenschaft heute kennt. Der Evolutionsprozess wird durch das stete Streben von Leben und Geist innerhalb der Hüllen von Materie verursacht. Dem Bestreben, mehr und immer mehr von sich auszudrücken und sich zu formen und die Hüllen der Materie bei der Arbeit des Selbstausdrucks zu nutzen. Protoplasma, die materielle Grundlage pflanzlichen und tierlichen Lebens, wurde so entwickelt. Dann kamen die einzelligen Geschöpfe, die sich im Schlamm uralter Meeresgründe aufhielten. Später erschienen aus Zellkolonien bestehende Lebensformen. Daraufhin die komplexeren Formen von Zellkombinationen und so weiter. Bis die höchsten Lebensformen, die uns heute bekannt sind, entwickelt wurden. Schließlich entwickelte sich der Urmensch. Dann begann der Mensch hinsichtlich Geist und Gefühl edler zu werden. Und er macht entlang dieser Linien nach wie vor Fortschritte. Doch der Mensch von heute ist bloß ein hohes Stadium des evolutionären Prozesses und wird wiederum vom Supermenschen der Zukunft übertroffen werden. Und dieser wiederum von den gottähnlichen Engelsgeschöpfen,
die es in anderen und höheren Sphären auch derzeit gibt. Aber denkt immer daran, dass es in all den Millionen Arten von Lebewesen und den Millionen und Abermillionen von Einzelnen, die diese Formen beseelen, kein echtes Getrenntsein gibt. Alles Leben ist eins. Und alles Leben ist nur das Leben der Weltseele. Somit haben wir im Symbol der Rosenkreuze, den zahllosen Punkten innerhalb des kleineren Kreises, der wiederum vom größeren Kreis umschlossen wird, das Bild der immerwährenden Eltern und die erste Manifestation der Weltseele. Und letztere offenbart sich in den zahllosen Lebensformen der Welt der Erscheinungen. Und die Arbeit der Evolution ist noch in Gang. Und immer höhere Ausdrucksformen schreiten aus dem Inneren des involvierten Wesens, aus der Weltseele voran, die immer danach strebt und sich bemüht, ihren eigenen Ausdruck zu offenbaren. Danke, fürsorgliche Zuschauer, für Ihre Gesellschaft bei der heutigen Folge von Zwischen Meisterin und Schülern. Planet Erde, unser liebevolles Zuhause, folgt als nächstes nach bemerkenswerten Nachrichten. Bleiben Sie dran auf Supreme Master Television. Gott segne Sie und bis bald. Thank you, caring viewers, for your presence for today's episode of Between Master and Disciples. Planet Earth, our loving home, is up next after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. God bless and farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.